Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch Eikos Abendroutine im Urlaub. Und wie ihr sehen könnt, wälzt sich Eiko hier gerade vergnügt, denn wir kommen dort gerade vom Strand zurück. Und Eiko hatte die Möglichkeit, mit Hunden zu spielen, hat sich im Sand gewälzt, war im Meer schwimmen und deswegen muss Eiko auch gleich unter die Dusche, was ihm gar nicht gefällt. Wie gesagt, Eiko mag es überhaupt nicht, abgeduscht zu werden und ich finde, das erkennt man auch immer ganz gut an seinem Gesichtsausdruck. Aber es nutzt nichts, ich möchte einmal das Salz und den Sand aus seinem Fell herauswaschen. Dazu nutzen wir kein Shampoo, sondern wir waschen ihn einfach mit dem ganz normalen Wasser ab, wir brausen ihn quasi ab und das reicht dann auch eigentlich schon, um alles wieder sauber zu bekommen. Nach dem Duschen bekommt Eiko seinen Bademantel um, den hat er wirklich total gerne und was er auch jedes Mal macht, er rubbelt sich erst einmal auf den Teppich für eine gewisse Zeit, wenn er nass geworden ist und ja, das sieht immer sehr seltsam aus und ja, danach legt er sich dann zur Ruhe und versucht etwas zu schlafen. Ich finde, Eiko sieht immer total niedlich aus, wenn er schläft, vor allen Dingen, wenn er eben seinen Bademantel anhat. Hier ruht sich Eiko erst einmal aus, denn der Tag am Strand war doch sehr anstrengend und bevor es etwas zu fressen gibt, wird erst einmal eine Runde geschlafen. Eiko steht schon immer in den Startlöchern, sobald er sieht, dass ich seine Paribas-Hundewurst zubereite. Und er kann es immer kaum erwarten, bis es endlich sein heißgeliebtes Futti gibt. Wenn Eikos Futti fertig geschnitten ist, gibt es das häufig im Urlaub nicht einfach so, sondern wir gehen hier in den wundervoll großen Garten und üben einige Kommandos mit Eiko. Hier einmal als Beispiel. Das außen herumlaufen und im Sitz bleiben. Dann üben wir ganz häufig, dass Eiko ins Platz gehen soll. Ich entferne mich, er muss liegen bleiben und auf mein Kommando warten, bis er zu mir hinlaufen kann. Außerdem üben wir total gerne hier den Rückruf mit unserem bestimmten Pfiff. Ich stehe an der einen Seite des Hauses und mein Freund auf der anderen Seite, sodass Eiko eben immer auf die jeweiligen Pfiffe achten muss. Nach dem Essen wird sich erst einmal ausgeruht und Eiko jagt hier in Ostfriesland total gerne Fliegen. Wir haben wirklich unwahrscheinlich viele Fliegen hier in diesem Haus, warum auch immer, aber Eiko hat richtig Spaß mit. Außerdem bekommt Eiko gerne abends auch nochmal eine Rinderkopfhaut. Das ist gut für die Zahnpflege und Eiko schmeckt es auch einfach unwahrscheinlich gut. Zudem spielen wir total gerne Suchspiele mit Eiko. Das heißt, Eiko wird an einem Ort abgesetzt. Ich verstecke den Ball irgendwo im Haus. Und Eiko wartet an der einen Seite, bis ich wiederkomme und ihm das Start- bzw. Suchsignal gebe, damit er den Gegenstand suchen kann. Das macht Eiko wirklich unwahrscheinlich gerne, nicht nur im Haus, sondern auch draußen. Und ja, damit kann man Eiko immer wieder total begeistern. Die Attraktivität des Spiels noch steigern, indem wir Eiko ein bisschen Futti suchen lassen. Zum Beispiel ein Stückchen Hähnchenfilet. Ja, das braucht Eiko mir natürlich danach nicht in die Hand geben, sondern kann sich damit irgendwo ablegen und es genüsslich vertilgen. Vor
uns sitzt, dann hat es meistens eine ganz bestimmte Bedeutung. Er steigert es noch, falls wir nicht sofort darauf kommen, indem er einfach zur Tür läuft und uns anschaut. Aber seht selbst, was er damit meint. Ja, richtig geraten. Eiko muss nochmal nach draußen, um seine Geschäfte zu erledigen und deshalb gehen wir hier abends nochmal eine kleine Runde mit Eiko. Und das unterscheidet wirklich unsere Urlaubsroutine mit unserer Alltagsroutine, denn im Urlaub gehen wir abends nur noch eine kleine Runde, zu Hause gehen wir deutlich früher eine ziemlich große Runde, damit Eiko nochmal abschließend seine Geschäfte erledigen kann. Aber der Urlaub gestaltet sich ja einfach nochmal komplett anders, denn wir sind im Urlaub morgens und nachmittags mit Eiko fleißig unterwegs, das heißt am Strand, wandern oder sonstiges. Das machen wir natürlich nicht, wenn wir arbeiten müssen, denn da kommt Eiko entweder mit zur Arbeit oder liegt während unserer Homeoffice-Zeit zu Hause und da machen wir ganz normale Spaziergänge und es gibt dann eben abends eine große Runde. Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen der Alltags- und der Urlaubsroutine. Zurück am Ferienhaus angekommen, erleben wir eigentlich jeden Abend dasselbe. Eiko hat keine Lust hineinzukommen. Er liebt diesen Garten so sehr und würde am liebsten hier übernachten. Aber zurück in der Wohnung, ja, ist Eiki immer eine unwahrscheinliche Kuschelbacke. Er kuschelt so, so gerne und das, ja, machen wir natürlich auch. Wenn wir dann uns alle fertig gemacht haben, kommt Eiki ins Schlafzimmer, legt sich hin und dann machen wir die Äuglein zu. Tschüss!